Und beim SK Rapid Feuer am Dach. Zwei Heimspiele, zwei Punkte. Heute keine Idee, kein Punch, eine traurige Vorstellung. Pfiffe der Zuseher und am Ende werden die Spieler von den Fans nicht verabschiedet. Vor Spielbeginn sind alle Blicke auf das Spielfeld gerichtet. Nach dem Pilzbefall vor einer Woche wurde der Rasen im Allianzstadion um 100.000 Euro komplett ausgetauscht. Das Geläuf war also top, der SK Rapid aber flop. Ein einziger Torschuss im gesamten Spiel und dieser in Minute 7 und harmlos. Veton Berisha war das. Aber das war es eben dann auch schon mit dem SK Rapid an diesem Nachmittag und Abend. Der WAC initiativer, gedankenschneller, giftiger und auch torgefährlicher. 10. Minute, Ritzmeier, Lindl, die große Möglichkeit zur Führung für den WAC. Ritzmeier, der heute eine ansprechende Leistung gezeigt hat, und Lindl gut gestartet, aber im Abschluss nicht effizient genug. Immer wieder gewinnen die Kärntner die Bälle, immer wieder ist es auch Ritzmeier. In dieser Situation legt Schmitz auf Lindl zurück, direkt Abnahme vom Heimkehrer aus Düsseldorf und beinahe hätte er hier getroffen. Da waren 12 Minuten gespielt. Dann 17. Minute. Deva Orgil nach einem Eckball von Lindl. Der Jamaikaner völlig frei, setzt sich gut durch gegen Baraj und gegen Demi Ala. Und das war sehr knapp. Goran Djuricin mit vielen Anweisungen, aber allein sie kommen nicht an bei seinen Spielern. Im Gegenteil, auf der anderen Seite wieder der WAC, wieder Ritzmeier. Und Strebinger, Minute 34, die Großchance für das Team von Christian Ilzer zur Führung, aber Strebinger verhindert den Rückstand. Der Sportdirektor von Rapid, Freddy Pickel, mit dem Blick ins Leere, das sagt alles über die Leistung von Rapid in Hälfte 1. Aber auch in Hälfte 2 wird es nicht besser. Der WAC bleibt die initiativere Mannschaft. Nach 10 Minuten in Hälfte 2 diese Möglichkeit für Novak, der den Ball nicht richtig trifft, aber das Stellungsspiel von Rapid schlecht. Hingegen das Stellungsspiel und die Art und Weise, wie Fußball gespielt wird von Wolfsberg, richtig gut. Die einzige nennenswerte Aktion in Hälfte 2 durch Marvin Potzmann. Sein versuchter Heber über Kofler hinweg, allerdings auch über das Tor. Da war eine knappe Stunde gespielt, danach wieder nur die Kärntner. Kopfball von Solbauer, dem Kapitän, zuletzt der Siegtorschütze gegen die Austria, nach diesem Wernitznik-Freistoß knapp übers Tor. 10 Minuten vor dem Ende, dann auch Marc-André Schmerböck im Spiel für Ritzmeier und der Neuzugang vom SK Sturm mit einer guten Möglichkeit. Orgel erkämpft sich die Kugel, der Jamaikaner mit einer bärenstarken Vorstellung und Schmerböck mit diesem guten Abschluss und Strebinger am Ende mit einem guten Auge. Schmerbeck heute nur Ersatz, weil Leitgeb im Zentrum zusätzlich von Ilz ins Spiel gebracht wurde. Bei Rapid gab es 4 Veränderungen im Vergleich zum Bratislava-Spiel, aber insgesamt die Vorstellung desaströs. In der Nachspielzeit noch diese Szene. Lindl holt sich wieder den Ball gegen den schlechten Matic. Schweidel kam auch ins Spiel und dann ist es im letzten Moment Müldür, der vor Schmerbeck rettet. 0:0 der Endstand, am Ende für den WAC 2 verlorene Punkte, weil ganz einfach der Killerinstinkt gefehlt hat. Aber Kompliment an Christian Ilzer, top organisiert seine Mannschaft, eine sehr reife Leistung des Teams aus dem Lavantal. Lieber Gogo, auf meiner Seite rechts ein Trainer, der sehr zufrieden ist. Ich gehe davon aus, bei dir wird der Gemütszustand ein bisschen anders sein. Ja, hallo an alle. Ja, das ist genau das Gegenteil. Gratulation an Christian Ilzer, der einen Punkt hier geholt hat. Ja, die Leistung ist mit nichts zu entschuldigen. Also es war in meiner Ära als Trainer die schlechteste fußballerische Leistung, für die ich mich jetzt ein bisschen geniere. Das muss ich auf meine Kappe nehmen. Ob das jetzt die Rotation war oder das Wetter oder das Europa-League-Spiel, ist alles egal. Es gibt keine Entschuldigung für so eine Leistung. War einfach zu wenig heute. Wir haben überhaupt keine Lösung gefunden in der Box, in der gegnerischen. Wir waren, glaube ich, zweimal gefährlich drin. Und wenn wir da dann das Tor nicht machen, dann ist es eben zu wenig. Ja, und das war heute leider der Fall. So, ich glaube, die ersten 15, 20 Minuten waren voll in Ordnung. Und da war ich eigentlich guten Mutes. Wir haben den Ball laufen lassen. Da war eine super Aktion von Veton und Gnasi. Da haben wir gedacht, okay, wir kommen schon langsam. Und dann ist es immer weniger geworden. Dann haben sie uns immer wieder einen Chip reingehaut hinter unsere Sechser. Lindl war immer frei.
Wir haben das in der Pause angesprochen, wieder nicht umgesetzt. Also wir haben heute eigentlich nichts umgesetzt von dem, was wir wollten. Und das stimmt mich natürlich sehr traurig und bin angefressen, dass wir heute so eine Leistung abgeliefert haben. Wir haben es heute einfach nicht hingekriegt, dass wir die Sachen, die wir gerade gegen die Admira oder gegen Altach in der ersten Halbzeit gemacht haben, dass wir die zweiten Bälle gewonnen haben, dass wir extrem giftig im Gegenpressing waren, das haben wir heute einfach vermissen lassen. Auch defensiv sind wir nicht gut verschoben, hat der WRC gut durchspielen können. Ich denke, wenn wir die zwei, drei Sachen einfach besser hingekriegt hätten, dann hätten wir auch viel mehr Möglichkeiten gehabt, eben, weil wir dann eben die Bälle im Mittelfeld hätten gewinnen können und dann schon näher beim WRC da sind, dass wir dann das Spiel gewinnen. Wir sind eigentlich gut reingestartet in die Saison und vorhin fahren wir eher in ein Loch rein, wo wir uns heute nicht einmal ansatzweise über 90 Minuten rausziehen hätten können. Wir müssen schauen, dass wir den Donnerstag endlich Leistung am Platz bringen. Wir müssen schauen, dass wir auf Spiel am Platz haben, die Leistung am Platz bringen. Das ist entscheidend. Und von der Punkteausbeute her machen wir jetzt keine Gedanken, sondern uns macht es natürlich mehr Sorgen, wie wir im Moment da spielerisch auftreten. Vielleicht das einzig Positive ist, dass wir nicht verloren haben. Und hinten, glaube ich, der Mert ist jetzt auch nicht selbstverständlich, hat richtig viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, das muss ich ansprechen. Der hat sich richtig reingehaut, hat das richtig stark gemacht, habe ich ja wirklich ein gutes Gefühl gehabt. Wie gesagt, ist nicht selbstverständlich, wenn man in dem jungen Alter reinkommt. Also wie gesagt, der hat das überragend gemacht. Wenn jeder so am Platz agieren wird wie der Mert heute, der in die Duelle geht, der Zweikämpfe gewinnt, der den Ball fordert, der sich nichts als zutraut, der Bälle fordert, am Mittenball vor allem, sie traut Fußball zu spielen, dann wird das Ganze ein bisschen anders ausschauen. Und ja, der Trainer hat heute rotiert, zu Recht natürlich. Leider haben wir im Moment einfach keine Spieler am Platz, wo jeder einzelne Leistung bringt. Das sind Vereinzelte und das ist halt dann natürlich zu wenig gegen WRC, gegen Altach und gegen Slovan Bratislava. Ja, ich verstehe den Unmut der Fans vollkommen. Ich muss mich da entschuldigen, weil die Leistung war wirklich schrecklich heute, meiner Meinung. Und sie haben uns gepusht, 90 Minuten, sie haben wirklich alles probiert. Und ich verstehe es vollkommen. Würde ich wahrscheinlich auch so machen. Natürlich haben wir gehört, dass Pfiffen haben. Jetzt Rufe habe ich direkt nicht gehört, aber die Pfiffe, ja, das können wir nur mit Leistung beeinflussen am Platz. Ich muss einfach schauen, dass ich meine Leistung am Platz bringe und der Rest, ja, das braucht mich auch nicht viel zu beschäftigen, weil... Ja, natürlich gibt es da Führungsspieler, die gefordert sind. Und mir tut es unheimlich weh, dass ich heute nach 20, 30 Minuten fast WO geben muss und nicht mehr weitermachen kann, wenn ich sehe, es läuft nicht. Und man versucht, aber es geht dann nicht mehr. Es tut natürlich weh. Aber wir haben mehrere Spieler, man kann nicht jetzt zwei, drei rausheben, sondern wir müssen es auf mehrere Schultern verteilen. Aber wie gesagt, das Wichtigste ist, jeder Einzelne muss sich in die Nase nehmen, jeder muss in den Spiegel schauen und selber seine Leistung beurteilen und selber ehrlich zu sich selber sein. Trotz allem müssen wir das schnell hinter uns bringen und müssen uns voll fokussieren ab morgen auf Donnerstag, weil da können wir wieder alles gut machen. Ich denke, wenn wir weiterkommen, haben wir einen kleinen Schritt wieder nach vor gemacht. Und natürlich nehmen wir jetzt nicht das meiste selbst so dran mit durch dieses Spiel. Das müssen wir uns jetzt holen und erarbeiten in den nächsten 3 Tagen und müssen da alles reinhauen. Ja, ich denke, wir haben hier ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt. Uns ist vieles aufgegangen, von was wir uns hier vorgenommen haben. Ich denke, ich habe auch ein klares Chancenübergewicht gehabt. Und von dem her sind wir jetzt mit dem Spiel, mit der Leistung, die wir hier gezeigt haben, sehr zufrieden. Ich meine, Salzburg hat schon wieder 4 Punkte mehr. Jetzt ist, ja, ich glaube, es ist ja. Aber trotzdem, ich meine, man hat sie wahrscheinlich mehr. Vermessen von Salzburg zu reden. Ja, man kann es nennen, wie man will, aber ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Punkteausbeute. Natürlich, ist ja logisch. Man braucht ja nur in die Gesichter schauen von uns allen. Das ist einfach heute einfach zu wenig gewesen. Gegen Altach haben wir wenigstens 2 Stangenschüsse gehabt und 3 Riesenmöglichkeiten. Also wir sind ja eigentlich bekannt dafür, dass wir viele Chancen verhauen, vernebeln und dass wir oft in der gegnerischen Box sind. Und das war heute nicht der Fall. Und deswegen muss ich das natürlich hinterfragen. Trotz allem müssen wir das schnell hinter uns bringen und müssen uns voll fokussieren ab morgen auf Donnerstag, weil da können wir wieder alles gut machen. Ich denke, wenn wir weiterkommen, haben wir einen kleinen Schritt wieder nach vor gemacht. Und natürlich nehmen wir jetzt nicht das meiste selbst so dran mit durch dieses Spiel. Das müssen wir uns jetzt holen und erarbeiten in den nächsten 3 Tagen und müssen da alles reinhauen. Ist das noch die Neuen? Sind die noch nicht integriert? Ist das irgendwie, wir waren alle sehr positiv vor der Saison, sagen wir. Sportgeschäftsführer, du hast das Gefühl, man ist stärker geworden. Ja, was ist da los? Verunsichert dich die Leistung noch mehr als die Zahl der Punkte?
Die letzte Leistung jetzt, heute schon. Wie gesagt, nochmal gegen Altach hättest du gewinnen müssen, auch können. Und diese Leistung hinterfrage ich natürlich, dann habe ich ja schon gesagt, also dann muss ich mich an der Nase nehmen. Egal warum auch, ob die Rotation war oder was auch immer, aber war halt wirklich richtig schlecht heute und das kann man gar nicht schön reden. Wenn der Gegner einen offensichtlich passenden Plan hat, warum geht es nicht, dass man irgendwann im Spiel darauf reagiert und man denkt, okay, da kommt jetzt eine neue Idee, Rapid passt sich an? Hört sich immer gut an in der Theorie. Ich glaube, dass das gar nichts zu tun gehabt hat mit dem Spielplan des Gegners. Wenn ihr geschaut habt, wir haben gehabt auf der rechten Seite den Veton immer wieder Wechsel mit dem Ivan. Und das sind welche, die nicht nach innen trippeln, wenn sie rechts spielen. Also nur zu dem Thema. Also wir haben einfach grottenschlecht gespielt und das war einfach zu wenig. Und Spielplan hin und her. Ich finde, dass wir einfach ganz schlecht gespielt haben und keine Lösungen gefunden haben. Und ja, das war das Hauptproblem heute. Und wir waren auch nicht spritzig, leider. Noch eine Anschlussfrage. Man könnte jetzt als das einzig Positive sehen. Der Mert Mülde hat mehrmals in höchster Not geklärt und sonst auch nicht so gewirkt, als hätte er da am wenigsten Erfahrung von allen. Andererseits, warum hat es so lange gedauert, dass er dann überhaupt spielt? Oder ist er im Training gar nicht so stark, wie er heute ist? Oh ja, nur wenn ich ihn spielen lasse und er spielt schlecht, sagen alle, warum lässt er ihn spielen? Jetzt sagen sie, warum wartest du so lang? Ich kann es eh niemandem recht machen. Es ist einfach so, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen rotieren. Es ist ein bisschen Müdigkeit da natürlich, auch eine mentale. Und dann habe ich gesagt, okay, der Junge kann spielen, aber ich will ihn jetzt nicht jede Woche bringen, aber immer wieder. Und ich glaube, dass man einen Spieler auch verbrennen kann. Und das will ich nicht. Und er wird immer wieder seine Einsätze kriegen. Und er hat das heute auch zurückgegeben.